Herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Autsch, wir haben doch noch gar nicht angefangen. Wer war das? Wer warf den Stein? Wer hat ihn geworfen? Ich will es wissen. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten solidarisch waren, die sich haben impfen lassen. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Und es ist alles deine Schuld. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Ja, weißt du, das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Sagen Sie auf der Stelle, dass Sie die Jungfrau Maria lieben, oder ich stopfe Ihnen den Darm aus. Doch Deutschland muss raus aus der Corona-Endlosschleife. Denn irgendwann machen auch die Geimpften, die Solidarischen, nicht mehr mit. Haben auch keine Lust mehr, sich an die Anti-Corona-Maßnahmen zu halten. Ich bin 45 Jahre alt und von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland Österreich macht das vor, mit einer Impfpflicht für alle, denen das medizinisch möglich ist. Also ich bin Befürworter von Impfungen und deswegen ist es auch richtig so, dass geimpft werden soll. Bleibt denn bloß wieder die Corona, dieses Luder. Corona!